Dunkel. Hey. Hallo. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Und zwar aus dem Grund, weil ich einfach nicht warten möchte, bis mein ganzer Korb voll ist. Ich möchte die Sachen nicht mit ins neue Jahr 2018 mitnehmen. Und deswegen zeige ich euch heute, was ich noch an Müll gesammelt habe. Legen wir los. Ich mache mal eben hier raus aus meinem Körbchen und dann legen wir einfach mal los. Und zwar habe ich hier zwei Wattepads von Ebelin. Einmal die Maxi-Pads und einmal die normale Größe. Die habe ich sehr gerne benutzt, die fusseln nicht. Ich komme damit sehr gut klar. Ich benutze sie, um mein Gesicht abzuschminken. Einfach Wattepad auf der Hand, dann mein Garnier mit Micellenwasser. Und dann einfach abschminken und das Augen-Make-up habe ich damit entfernt, mit der kleineren Variante auch das gleiche Prozedere. Micellenwasser drauf und dann so ein bisschen aufs Auge halten, einwirken lassen und dann kann man das problemlos abwischen. Ich kaufe die mir immer wieder nach. Meine Kinder haben auch gebraucht das Balea for Kids Dusche und Shampoo mit der Katze drauf. Es riecht süß. Wie fast alle Kinder Duschgele und Shampoos und ja, kaufen wir immer wieder nach. Das Impuls, das ist ja, ein Deo-Spray oder Body-Spray in der Duftrichtung Be Surprised. Ich hatte auch mal das in der Duftrichtung Vanille, fand ich sehr gut, habe ich auch schon ewig und 3 Tage immer benutzt. Aber mittlerweile ist es so, dass meine Haut darauf reagiert. Das ist zwar ohne Aluminium, aber irgendwie mag meine Haut diese Düfte nicht mehr und von daher werde ich mir nicht nachkaufen. Das Palmolive Coconut Joy, genau. Und zwar fand ich das super. Also ich fand das richtig gut. Das war in einer Box drin, in einer Beauty Box, Glossy oder Pink Box. Und ja, also vom Duft her, ich mochte das unheimlich gerne. Das ist ein ganz toller Kokosduft. Und ja, es hat halt seine Arbeit getan, hat sauber gemacht. Das ist zwar eine Bodybutter-Creme-Dusche, aber jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich mich danach nicht eincremen musste. Also ich brauchte schon eine extra Pflege danach. Trotzdem, das Duscherlebnis war sehr gut. Dann habe ich auch gebraucht meine Hair Skin Nails. Die nutze ich jeden Monat. Das ist halt für schnelleres Haarwachstum, festere Nägel, bessere Haut. Und ja, also das werdet ihr jeden Monat in meinem Aufgebraucht-Video finden. Das sind halt so Kapseln und die nimmt man dann jeden Morgen 2 Stück, voll mit Vitaminen, Mineralien, Biotin, Zink, Selen, halt alles, was für die Haare gut ist und für die Nägel. Die sind halt sehr gut dosiert und haben noch zusätzlich die Amla-Beere mit drin. Kann man nicht vergleichen mit den Produkten aus der Drogerie. Ja, absolut meine Weiterempfehlung. Yves Rocher. Das ist eine Bodylotion und ich fand sie auch sehr gut. In der Duftrichtung Cherry Bloom. Da ist zwar noch ein bisschen drin, aber das kriege ich gar nicht mehr raus. Und ich glaube, das würde auch nur für eine halbe Anwendung reichen. Es hat super gepflegt, fand ich, und es hat zudem ist es sehr schnell eingezogen und würde ich mir auch nachkaufen. Ich muss mal schauen, ob es vielleicht noch andere Duftrichtungen gibt, aber das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dann habe ich auch gebraucht von Ringana, das Fußbalsam. Die Creme, die Pflege selber war sehr gut, der Ringana. Das ist ja eine Naturkosmetikfirma, die auf künstliche Konservierungsstoffe verzichtet und Inhaltsstoffe. Und das Problem ist einfach, dass die nicht so lange halten. Das heißt, man muss die wirklich durchgehend nehmen
um die aufzubrauchen, damit sie nicht kippen. Ich habe das ja leider nicht geschafft. Deswegen habe ich es nicht nur für die Füße angewendet, sondern auch für den ganzen Körper. Diese Creme hat in sich so kleine Körnchen, die auch noch einen zusätzlichen Massageeffekt bewirken oder bewirkt haben bei mir. Ich glaube, der Duft, der kommt mir hier wieder hoch. Ich habe gerade das Impuls gesprüht, aber ich glaube, ich kann das nicht mehr vertragen, keine Ahnung. Auf jeden Fall Ringana, wie gesagt, die Inhaltsstoffe sind mega, aber ich würde es mir nicht wieder nachkaufen, weil sie einfach nicht so lange halten. Dann habe ich hier ein Parfüm oder Toilette Parfüm. Upsala, egal. Von Mary Kay. Das war in einer Beautybox vor 2 Jahren. Das ist also schon über 2 Jahre alt. Und ja, ich fand den Duft sehr schön. Also es passte. Also ich mag solche Düfte. Das ist so ein frischer, blumiger Duft. Ja, ich habe eigentlich auch komplett aufgebraucht. Da ist noch was drin, aber ich komme da einfach nicht dran, weil der Schlauch nicht so ganz bis zur Flüssigkeit gelangt. Also da kommen immer nur mal ein paar Spritzer raus und dann mal wieder nicht. Und von daher kommt das jetzt weg. Ein Burt's Bees Handsalbe. Das war in einer Box. Das war in einer Box drin. Ich weiß nicht mehr in welcher. Aber ich mochte dieses Handbalsam sehr, sehr gerne, weil es nach Lavendel riecht. Und ich bin ein großer Lavendel-Fan. Es ist halt ein Balsam. Das heißt, es zog nicht sehr schnell ein. Man musste da doch schon ein bisschen warten. Aber von der Pflegewirkung fand ich es sehr gut, vom Duft himmlisch und ja, also für unterwegs fand ich es auch sehr praktisch. Ich hatte das die meiste Zeit im Auto gehabt und ist aufgebraucht, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich muss mal eben was trinken. So, weiter geht's. Und zwar habe ich aufgebraucht ja, die Pflegespülung von L'Oréal Eau Magique in der Duftrichtung Kokos mit Kokosöl für normales bis trockenes Haar. Ja, ich fand sehr gut. Also der Duft ist ganz schön lecker Kokos. Es gibt ja auch so Kokosgerüche, die ich nicht so gerne mag, weil die einfach zu stark sind und zu künstlich. Aber das fand ich sehr gut. Die Pflegewirkung war auch sehr gut, fand ich, für meine Haare. Und ja, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich hier noch das Tigreen von Pharmanex. Das sind so Kapseln. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Extrakt aus grünem Tee. Soll voll mit Vitaminen sein, Mineralien und so weiter. Und ja, ich habe jetzt keinen speziellen Effekt gespürt. Ich denke, dazu muss man die einfach länger nehmen. Und von daher, also ja, ich weiß noch nicht, ob ich die mir nachkaufe. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das hier, das war auf einer LE. Das ist eigentlich eine Handseife. Ach Quatsch. Eine Handseife. Nein, das ist ein Gesichtspeeling. Guck dir so eine Handseife. Gesichtspeeling und ich habe es einmal fürs Gesicht benutzt
Und das war überhaupt nicht meins, weil es ist ja auch mit ja doch gröberen Peelingkörnern und das ist mit gröberen Peelingkörnern und mit, ja, mit Öl gemischt. Also mit, das war einfach zu fettig für mein Gesicht. Und deswegen habe ich es zweckentfremdet für meine Hände. Ich habe es halt als Handpeeling benutzt. Ist okay. Also als Handpeeling optimal. Da sind noch die Körnchen hier drin. Und ja, das ist das Alverde Ocean Soil Scrub. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ja, es gibt auch bessere Handpeelings. Dann habe ich hier noch die milde Seife von Baby Love. Wir haben Stückseife am Waschbecken liegen und Flüssigseife. Stückseife benutze ich am meisten und der Rest der Familie benutzt die Flüssigseife. Ich finde, dass Stückseife einfach sauberer macht, denke ich mir, habe ich das Gefühl, kann mich aber auch täuschen. Und deswegen nutze ich das für meine Hände und für meine Pinsel, um meine Pinsel zu reinigen. Dann habe ich hier noch ein Produkt von Ringana, das Lippenbalsam. Das war auch sehr gut, es hat richtig gut gepflegt, aber da ist noch was drin, aber die Farbe hat sich auch schon verändert. Und ja, ich denke mal, das ist schon auf und von daher kommt das jetzt weg. Mein Lieblingsprimer, der ist auch schon, ich glaube, 2 Jährchen alt. Und ich habe den bis vor kurzem noch benutzt. Das ist das Payot. Also ich glaube, ich kaufe den mir nach. Ich glaube, weil der war richtig, richtig gut und hat auch super lange gehalten. Da ist auch noch was drin, aber wie gesagt, ich glaube, der ist, ich guck mal eben, ja, also das ist ein ganz toller Primer, lässt sich super gut verteilen und man kann damit super arbeiten. Das ist speziell für meine Haut. Ich habe ja, eher trockene Haut und es riecht halt nicht mehr gut. Deswegen kommt das weg. Genau, ich habe hier nämlich noch einen Primer von L'Oreal. Der ist noch fast voll. Den werde ich allerdings jetzt nicht wegschmeißen, sondern weitergeben. Ich frage mal meine Schwestern, ob sie den haben möchten. Für meine Haut, weil ich ja doch eher trockenere Haut habe, ist er mir zu fest und lässt sich auch nicht sehr gut verteilen. Und von daher, also ich kann damit überhaupt nicht arbeiten. Und er ist sehr dick. Und von daher gebe ich den weiter. Also ich mochte den jetzt nicht so gerne. Also kommt das auch weg. Und dann ist das hier endlich aufgebraucht. Was heißt endlich? Ich mochte das sehr gerne. Das ist das Nude Illusion Make-up von Catrice. Und das habe ich auch schon länger. Aber es also passte perfekt zu meiner Haut, zu meinem Hautton. Aber wie gesagt, der ist auch schon, der riecht auch nicht mehr so gut und ich glaube, der ist hinüber. Ja, deswegen kommt er weg. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der, wie gesagt, der lässt sich sehr gut in die Haut anarbeiten. Hat genug Deckkraft, finde ich, um ein natürliches Finish zu erhalten. Ja, also das ist auf jeden Fall meine Weiterempfehlung. Ja, das hier habe ich. Ich habe hier einen Body Wrap benutzt. Nutze ich auch jeden Monat hin und wieder mal oder halt im Sommer oder kurz vorm Urlaub, wenn der Bauch noch mal eben gestrafft werden soll. Den Nu Skin Balance Toner, ich finde den mega, also ich finde den richtig, richtig gut.
Das ist jetzt für normale bis trockene Haut. Und das ist halt ein Gesichtswasser. Und wenn man das kombiniert mit der ja, entsprechenden Pflege, dann, ja, dann kann es wirklich ein ganz tolles Hautbild zaubern. Man muss halt nur wirklich seine Pflegeroutine beibehalten. Das heißt wirklich jeden Tag, morgens und abends, dein Gesicht reinigen, Gesichtswasser auf die Haut, Pflege, und das wirklich jeden Tag. Und das habe ich halt bei mir gemerkt, dass sich das Hautbild extrem verändert hat, was die Poren betrifft. Also die Poren haben sich wirklich minimiert. Kann man das sagen, minimiert? Die sind einfach feiner geworden, und die Pflege werde ich auf jeden Fall auch beibehalten, und das werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich hier noch die Zahnpasta auch gebraucht. Den nutze ich auch jeden Monat. Das ist eine Zahnpasta, die nennt sich AP24 Whitening Fluoride Toothpaste. Ja, das ist eine Zahnpasta, die die Zähne aufhält, ohne Bleiche. Und die hilft dir einfach, dass du dein natürliches Zahnweiß wieder zurückbekommst. Und ja, also ich finde sie wirklich sehr gut, weil man schon sofort nach der ersten Anwendung die Zähne werden einfach glatter. Also du hast ein viel glatteres Gefühl, und ja, allein schon aus dem Grund, dass es Dinge ohne Bleiche die Zähne heller macht, werde ich mir das auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich auch gebraucht hier diese Aktivkohlemaske von, ich glaube, Altera aus dem Rossmann. Und ich fand sie wirklich richtig gut. Das ist für unreine Haut. Die habe ich angewendet, als ich doch so ein paar Rötungen im Gesicht hatte, so ein paar Pickelchen. Und sie hat einfach meine Haut beruhigt. Und also die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil sie ja, im akuten Zustand wirklich so ein bisschen Abhilfe schaffen kann. Jo, ich glaube, das war's schon. Ja, ich habe hier keinen Müll mehr liegen. Das kommt jetzt weg. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn wir uns nicht sehen, ja, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Bis dann. Tschüss.